Hallo, mein Freund. So. Komm mal in diese dunkle Ecke. Dann knocken wir dich aus und Sammy, zieh die Waffe. So, sorgen wir ein bisschen für Dunkelheit hier. Meine ich das oder ist gerade sämtliche Musik verschwunden? Wirkt ein bisschen seltsam. Ah, oh, das hat der da mitbekommen. Haben wir noch irgendwas, um ihn, nee, nicht wirklich, nicht tödlich auszuschalten? Ja, das Ablenkungssystem. Ich glaube, das versprüht Betäubungsgas. Allerdings ist es mir zu schade für einen Kerl. Das heißt, falls der wirklich so doof ist, jetzt hier reinzustürmen, dann bekommt er einfach eine Kugel. Ich speichere mal. Na, komm schon. Wo bist du? Ah, da ist er. Na, bist dir nicht sicher, was du machen sollst? Oh, 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 oh. Na, entscheide dich doch mal für eine Richtung. Komm her. Hab ich dich. Schade, den können wir auch nicht verhören. Ja, so langsam läuft die Sache aber wieder halbwegs. Aber der hat eine Tasche, so wie es ausschaut, oder? Ja, was hast du da drin? Ich meine, außer dein Schminktäschchen, eine Splittergranate, natürlich. Eine Splittergranate und ein Labello, ein Lippenstift, sowas braucht man ja immer. Moment. Gibt's hier eine Kamera, die uns sehen könnte? Scheinbar nicht. Dann benutzen wir mal den PC, der uns nichts bringt. Na gut, da draußen ist Paris bei Nacht. Na, nicht den Eiffelturm irgendwo im Hintergrund zu sehen. Das ist aber schade. Das ist doch das Klischeebild schlechthin. Vielleicht mal abgesehen von einem Franzosen im gestreiften Hemd mit Bastenmütze und Baguette unterm Arm. Haben wir dafür auch den Code? Oh ja, Moment, Moment, Moment. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte nur die Nachtsicht deaktivieren. So, da sehen wir es besser. 7, 5, 6 und die 2. Ist das schön, dass das hier angezeigt wird? Das heißt, ich muss mir nichts mehr merken. Oh Gott, daran erinnere ich mich. Daran erinnere ich mich. Ich hab deine Franzosenhirne, Lambert. Was ist mit ihnen geschehen? Mortified hat die Kunden ausgekippt und die ND-133-Behälter genommen. Wir können also annehmen, dass er nicht zur CIA gehört, da er wahllos tötet. Ein Mörder gefrorener Organe? Leichen kann man nicht töten. Wortklauberei. Ich glaube, wir haben eine Möglichkeit, den Pinguin zu identifizieren. Der Wachmann, der alle in Atem hält, heißt Francis Colbeuf. Abgefangene Gespräche legen nahe, dass er mit seinem Handy ein Foto von Mortified Pinguin geschossen und sich im Präparationsraum verschanzt hat. Präparationsraum? Wo sie die Gehirne von ihrer Schale befreien. Begib dich zu Monsieur Colbeuf und leihe dir sein Telefon. So, Entschuldigung, da war während dieser Ansage gerade ein bisschen Action. Ihr habt es ja gemerkt oder gesehen oder gehört. Ich habe versucht, die Lampe auszuschießen und scheinbar haben wir die Aufmerksamkeit von diesem jungen Herrn erregt, den ich mir zum Glück schnappen konnte. Und zack, gehen bei ihm die Lichter aus. Der hat eine Tasche. Na, ein Franzosenhirn drin. Nein, ein Taser. Sehr schön. Ich heile mich mal ein bisschen. Gut. Du stöhnst ja immer noch so lustvoll beim Heilen. Das müssen wir dir mal gewöhnen. Überall Hirne. Ja, ist es Mord, wenn man ein eingefrorenes Hirn
auf den Boden matscht. Ich meine, rechtlich gesehen dürften diese Leute doch schon tot sein. Ach ja, und das hatten wir auch im Schlachthaus im ersten Teil. Wir sehen hier durch diesen ganzen Nebel nichts, erst recht nicht mit dem Nachtsichtgerät. Das heißt, wir müssen unser Thermalsichtdingens, oh Gott, bemühen. Ach, naja, es geht ja mit dem Sehen. Aber was ich da erspäht habe, gefällt mir gar nicht. Eine Selbstschussanlage oder eine Selbstschusskanone. Die möchte ich gerne abschalten. Die Dinge habe ich am ersten Teil schon gehasst. Und dass das hier so einfach zugänglich rumsteht, das soll uns wahrscheinlich nur sagen, pass auf, gleich kommen noch fiesere. Ich sollte mal speichern. Ich könnte es jetzt natürlich auch anschalten, so dass es auf Verbündete schießt oder auf alles und jeden. Allerdings dürfte das Alarm auslösen, wenn es denn passiert. Ist das ein Lichtschalter? Nee. Dann linsen wir mal. Oh ja, ich erinnere mich. Ein Raum voller Nebel und ein Steg, über den wir müssen. Ach, und wir müssen auch noch das Schloss knacken. Dann knacki wir mal. Na komm. Na, das ist aber sehr gesichert. Ich erinnere mich tatsächlich, dass ich hier etwas getan habe. Und zwar, Moment. Speichern. Ich hoffe, das geht noch. Lass dich fallen. Ja, er greift automatisch nach der Kante. Und wir können uns hier einfach so entlang hangeln. In der Hoffnung, oh, hallo, sehr spitze Brüste. Ich bin im Präparationsraum für Körper. Es scheint, als würdest du recht behalten. Norman sagte, er habe den Wachmann verwundet. Hier am Türgriff ist Blut. Durchsuch die restlichen Gänge. Ich brauche Hilfe, um durch diese verfluchte Tür zu kommen. Autschi, ihr seht, wir bekommen hier von diesem Dampf Schaden. Das hatte ich nicht mehr bedacht. Und das hätte uns auch fast gekillt. Sehen die uns? Du kannst keine Schritte hören. Da war ich einmal abgelenkt von übertrieben spitzen Brüsten. Ach komm, das kannst du doch gar nicht hören. Hoffentlich sieht er uns nicht. Ich glaube, wir haben uns in eine blöde Lage gebracht, oder? Ich kann die hier auch nicht angreifen. Und das könnte ich erst, ab Splinter Cell Conviction. Gehen die jetzt? Die machen da irgendwelche Faxen. Jungs, ihr trinkt zu viel Kaffee, ihr seid zu aufgeregt. Die hören uns hier wirklich. Ich kann auch nicht langsamer klettern hier. Oder kann ich? Nee. Na los, geh deinem Freund hinterher, dann habe ich hier meine Ruhe. Ich bin mir nicht sicher, ob das so laufen sollte. Ich kann mir eigentlich denken, dass die uns gar nicht hören sollten. Na gut, jetzt sind beide ein bisschen weg. Jetzt könnte ich ja... Oder auch nicht... ob die uns sehen, also wenn wir raufgehen, trotz dem Nebel. Ich versuche mal mein Glück durch die Tür zu schlendern. Oh, da ist ein erstmal Licht aus hier. Und da ist wieder eine Mine.
die würde ich gerne ausmachen. Grün. Oh oh. Verdammt. Licht aus bei dir. Das war wirklich sehr knapp. Sammy, Licht aus. Dass der uns nicht gehört hat. So, komm mal mit. Du kommst in die Ecke hier. Und ich würde mich gerne vollständig heilen. Ja, jetzt kannst du stöhnen. Du warst fast tot. So. Ich wüsste gerne, ob dem sein Kumpel hier auch noch reinkommt, um nachzuschauen, was mit dem Licht ist. Ich speichere mal. Ach, das sind Ratten. Ich dachte, was ist denn das? Laborratten. So, so. Schauen wir mal kurz. Der schlendert da immer noch munter hin und her. Wo ist denn hier das Licht? Da oben. Ich würde sagen, ich schieße die einfach kaputt. Dann, na. Dann kann er auf den Lichtschalter drücken, so viel er will. Es wird nichts bringen und er wird seinen Freund hoffentlich nicht sehen. So. Dann gehen wir mal hier durch. Da ist scheinbar niemand. Tür öffnen. Ist da ein Lichtschalter? Nee, leider nicht. Dann machen wir es auf diese Art. An den PC können wir nicht. Was machen wir hier eigentlich? Das sieht so nach Sackgasse aus. Ach da, das ist ein Lüftungsschacht. Dann mal hoch mit dir, Sammy. Ziel auf die Klinke. Staub aufhören, so wird das nichts. Was würdest du vorschlagen? Haben wir noch irgendwas, um die auszuschalten? Wir könnten natürlich einfach eine Granate. Sicher, wir finden hier irgendwo einen Brandbeschleuniger, den wir benutzen können. Okay, sieh dich um. Wir versuchen es weiter. Wenn wir es nicht schaffen, kannst du ihn braten. Die wollen da also irgendwo rein. Und scheinbar kommen wir da rein, wo die rein wollen. Und der Nebel da sagt mir, dass wir nicht weiter können, oder? Oder Moment, da hinten ist wieder so ein Ventil. Könnten wir das eventuell einfach wegschießen? Ja, die können auf mich ballern, so viel sie wollen. Ich glaube nicht, dass die uns treffen. Ja, mein Versuch war Mist. Wir haben scheinbar überhaupt nichts bewirkt. Ja, jetzt habe ich deren Aufmerksamkeit. Das ist das Doofe. Ich denke nicht, dass wir hier durchschießen können, oder? Nee. Die treffen uns nicht, wir treffen die nicht. Oh, Moment, Moment, Moment. Die treffen uns ganz schön. Moment. Ich lade das Ganze nochmal. Der ist ausgeschaltet. Ja, da habe ich wieder blöde gespeichert, aber nicht ganz so blöde. So, Waffe weg. Wir gehen wieder hier durch. Und lassen die diesmal in Ruhe. Hoch da. Und ja. Ziel auf die Klinke. Staub aufhören, so wird das nichts. Was würdest du vorschlagen? Wir hängen ein wenig falsch. Wir finden hier irgendwo einen Brandbeschleuniger, den wir benutzen können. Okay, na, komm. Sieh dich um. Wir versuchen es weiter. Wenn wir es nicht schaffen, kannst du ihn braten. Ich dachte wirklich, man könnte auf dieses Ventil schießen und die Jungs sozusagen mit diesem Gas ausschalten. Ich speichere mal für den Fall, dass ich irgendwas komplett verkehrt mache und gehe mal da runter. Runter, Sammy. Das Gegenteil Meine, von rauf. Bitte, tun Sie mir nichts. Ich mache doch nur meinen Job. Ah, da ist der Wachmann.
Ich bin nicht hier, um Ihnen Ärger zu machen. Sind Sie schwer verletzt? Nein. Ich bin am Leben, oder? Wer sind Sie? Ich bin von der Telefongesellschaft. Es hat eine Rückrufaktion gegeben. Was? Ich muss Ihr Telefon an mich nehmen. Ich verstehe nicht. Geben Sie mir das Handy, Francis. Schleichwerbung. Das ist also Mortified Pinguin. Exzellentes Foto, Monsieur Coldbirth. Wir haben einen Treffer in der CIA-Datenbank. Norman Soth, US-Bürger. Was bedeutet der Code? Ist er Agent der CIA? Nein, es heißt, Sie wissen es nicht. Ich lasse ihn durch Echelon laufen. Wir können seinen Aufenthaltsort innerhalb einer Stunde ermitteln. Gute Arbeit. Mach dich unsichtbar, Fischer. Cohen wartet draußen auf dich. Alles klar. Was ist klar? Das war's also. Ja, Sammy hat wieder mal seinen Humor spielen lassen. Wir müssen also hier raus. Können wir den Mann irgendwie retten? Ich würde ihn ja ungern hochgehen lassen. Moment. Was ist, wenn wir auf diese Fässer schießen? Ich speichere kurz. Haben wir den auch gekillt? Ja, haben wir. Okay, ich lade. Den möchte ich ja ungern umbringen. Moment. Wir könnten doch hier... Da fallen sie um. Gut, das hat sich erledigt. Wir sind zwar ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Allerdings haben wir den armen Wachmann gerettet. Und der Dampf hier ist auch aus. Das heißt, wir könnten wahrscheinlich... Ich speichere nochmal. Nur für alle Fälle. Runter, Sam. Da werden wir auch schon abgeholt. Da noch nichts passiert, vermute ich mal, wenn ich ein Meterchen vorgehe, springen wir in die nächste Mission. Was bedeutet, das mache ich beim nächsten Mal. Wir haben einiges erreicht, mit einigen Schwierigkeiten. Also verzeiht mir bitte, ich bin wirklich komplett raus aus dem Spiel und die Steuerung ist auch ein bisschen hakelig mit meiner Maus und so weiter und so fort. Ja, Ausreden, ich weiß. Schauen wir doch mal, wie es beim nächsten Mal läuft. Hier habe ich gerade unangenehmes Brummen auf den Ohren. Ich weiß nicht, woher das kommt. Von da oben wahrscheinlich. Naja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Gelobe Besserung fürs nächste Mal. Wir sehen uns. Bis denn dann. Ciao, ciao.